Ein deutsches Märchen. Prinzessin Florine und der blaue Vogel. Es war einmal ein König, doch dessen Königin lebte nicht mehr. Doch er war sehr reich an Land und Geld. Er war untröstlich, als er seine Frau verlor. War er tief traurig, schloss sich in seinem königlichen Gemach ein, hörte auf zu essen und schlug seinen Kopf gegen die Wand. Seine Untertanen versuchten vergeblich, ihn zu trösten. Eure Majestät, wir haben uns Sorgen um euch gemacht. Ihr habt seit 8 Tagen nichts mehr gegessen. Damit der König sich nicht verletzen konnte, wurde sein Gemach mit Matratzen zwischen den Wänden und Tapete gepolstert. Eure Majestät, bitte erlaubt uns, euch in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Was ist mit Ihnen, Dame? Bitte weinen Sie nicht. Mein Name ist Seraphina von Thron. Ich habe meinen Mann auch vor einem Monat verloren. Ich fühle euren Schmerz. Oh ja, Ihr Kummer spiegelt den meinen wider. Ich komme nicht, um euren Schmerz zu lindern her, sondern um ihn zu teilen. Denn um einen Menschen zu trauern, bedeutet ihn zu ehren. Alle verlassen den Raum, außer Seraphina. Der König, von ihren Worten beeindruckt, fand Trost. Sie tauschten Geschichten über ihre verlorenen Lieben aus. Ihr Kummer verband sie. Er beschloss, sie zu heiraten. Bei der überstürzten Hochzeit war nun die Tochter des Königs anwesend, Prinzessin Florine. Sie war schön und gutmütig. Königin Seraphina schickte nach ihrer eigenen Tochter Veruschka, die von der Fee Morgana aufgezogen wurde. Doch Anmut und Schönheit waren nicht deren Stärken. Nur eine Woche später heckte Königin Seraphina einen neuen Plan aus. Mein liebster Mann, unsere Töchter blühen auf. Meinst du nicht, dass es an der Zeit ist, dass sie passende Partner finden? Aber Liebling, glaubst du nicht, dass wir hier ein wenig zu schnell handeln? Nachdem ich meinen letzten Mann verloren hatte, verstand ich, dass die Zeit vergeht. Warum warten? Veruschka ist bereit. Und was ist mit ihrer Schwester Florin? Veruschka und Florine sind im gleichen Alter. Die Schönheit von Florine entzündete die Königin, die oft Streitereien anzettelte und jede Gelegenheit nutzte, sie zu demütigen. Veruschka mag bereit sein, aber Florine hat in den letzten Monaten eine Menge durchgemacht. Perfekt! Der erste Prinz, der ankommt, soll sich eine Braut aussuchen. Das wird ein großes Ereignis. Prinzessin, die Königin, sie hat mir befohlen, alle eure schönen Kleider und Juwelen mitzunehmen. Aber warum? Es ist für Veruschka nicht wahr? Ich verstehe. Bitte pass gut auf. Einige Geschenke sind von meiner Mutter. So, mein Schatz, du siehst absolut strahlend aus. Diese Juwelen sind einfach für dich gemacht. Prinz Charming wird sich Hals über Kopf in mich verlieben. Noch am selben Nachmittag traf Prinz Charming in einer fliegenden Kutsche ein, gezogen von geflügelten Fröschen. Die arme Prinzessin Florine wollte sich schmücken, konnte aber nicht mehr als ein Band und ein schmutziges altes Kleid finden. Steh auf, Liebes! Jeden Moment wird Prinz Charming eintreffen. Vergiss nicht, du bist der Inbegriff von prinzessinhafter Perfektion. Hör auf zu lümmeln, lass dich nicht von ihr in den Schatten stellen. Die Königin stellte Veruschka dem Prinzen vor, der mit großem Tamtam eintraf. Du musst die Prinzessin sein. Eine Freude, dich zu treffen. Oh, Veruschka strahlt heute einfach. Finden Sie nicht auch? Strahlen kann man auch dazu sagen. Gibt es eine andere Prinzessin? Das ist sie. Sie versteckt sich, weil ihr Kleid nicht so schick ist.
Prinzessin, ich kann deine Schönheit nicht mit meinen Worten ausdrücken. Eure Majestät, ich hätte es vorgezogen, wenn du mich nicht bemerkt hättest. Ich entschuldige mich für meine einfache Kleidung. Es wäre unmöglich, eine so schöne Prinzessin nicht zu bemerken. Das ist doch lächerlich. Florine braucht keine Schmeicheleien. Ich weiß, dass die Königin darüber nicht übertrieben erfreut ist, aber kann ich dich im Garten sprechen? Natürlich, Eure Majestät. Florine, warum muss sie so perfekt sein? Aua, Mama, sie hat mich dazu gebracht. Wage es nicht, deine Fehler auf andere zu schieben. Du bist meine Tochter und du wirst eine Prinzessin sein. Und was hast du erfahren? Königin, ich habe sie belauscht. Er wird dir einen Antrag machen und der Prinz will mit Florine durchbrennen. Sie werden sich an dem kleinen Fenster treffen, das auf den Garten blickt. Törichter Junge, wir werden seinen Plan vereiteln. Veruschka wird stattdessen auf ihn warten. Das Dienstmädchen auf Serafinas Anweisung lenkte Florine mit ihren Kolleginnen ab. Während sie den Schmuck und die Kleider zurückbrachte, was Veruschka den Moment für die Ausführung des Plans verschaffte. Florine, bist du das? Ja, Eure Majestät. Ich bin hier. Meine Liebste, ich bin hier, um dich mitzunehmen. Wir werden gemeinsam ein neues Leben beginnen. Aber ich bin so unglücklich, Eure Majestät. Das Leben war grausam in letzter Zeit. Sorge dir nicht, meine Liebe. Wir werden dem gemeinsam entkommen. Willst du meine Frau werden? Ja, Eure Majestät. Das würde ich sehr gern. Das ist ein Symbol für meine Hingabe. Sag mir einfach, wenn du bereit bist. Und wir gehen. Morgen. Ich werde bereit sein. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Sie ist wohl sehr nervös. Ich werde noch ein wenig warten. Siehst du, Tochter? Es war ganz einfach. Jetzt bist du mit dem Prinzen verlobt. Er hat nicht einmal bemerkt, dass ich es war. Ausgezeichnet. Er kommt morgen, um dich mitzunehmen. Du weißt, was zu tun ist. In der Zwischenzeit, um alles noch schlimmer zu machen, stürmte die Königin in die Gemächer von Prinzessin Florine. Schau, meine Tochter, die Prinzessin. Prinz Charming liebt sie innig und sie werden heiraten. Das sind die Hochzeitsgeschenke für deine Schwester, meine Liebe. Wann? Warum? Weshalb? Er hat mich verraten. Bitte, nimm diese Dinge weg. Ich kann es nicht ertragen, sie zu sehen. Bringt die Prinzessin in den hohen Turm und sperrt sie ein. Sie ist außer sich vor Freude über ihre Schwester. Tu, was ich sage. Florine, Liebling, bist du das? Wann wollen wir heiraten, meine Liebste? Ich habe eine Patentante, die Fee Morgana. Erst möchte ich ihr Schloss besuchen und mich segnen lassen. Nun gut. Zu Morganas Schloss also. Der Prinz kannte den Weg nicht. Er befahl den Fröschen einfach, sie dorthin zu bringen. Schaut, Eure Majestät, diese treuen Kreaturen haben alle Länder der gesamten Welt in ihrem Kopf. Mit denen könnt ihr reisen, wohin euer Herz begehrt. Wow, beeindruckend. Ich werde sie suchen gehen. Ich sei Florine. Überlasse das mir, meine Liebe. Was ist das für eine Zauberei? Wo ist Florine? Charming, erfülle dein Versprechen. Heirate Prinzessin Veruschka. Niemals. Mein Herz gehört Florine. Bin ich nicht deine Prinzessin? Ich wurde ausgetrickst und betrogen. Meine Frösche. Ich muss weg.
Du wirst Veruschka heiraten oder die Folgen ertragen. Mach, was du willst, aber ich liebe Florine. Sie wird niemals deine Frau sein. Dein Schicksal ist besiegelt. 7 Jahre als blauer Vogel. Prinz Charmings Körper verkrampfte sich, Federn wuchsen aus seiner Haut. Seine Gliedmaßen schrumpften und verwandelten sich. Flügel ersetzten die Arme und Krallen die Zehen. Der Prinz, jetzt ein blauer Vogel, flog zwischen den Bäumen umher. Er war verzweifelt, denn er fürchtete Florines Leiden und eine Zwangsheirat. Florine, untröstlich über ihre verlorene Liebe, verbrachte Tage weinend am Fenster und Nächte, in denen sie ihr Schicksal beklagte. Der blaue Vogel hörte die verzweifelten Schreie von Florine. Warum? Warum ich? Bei Einbruch der Nacht hörte er, wie sie ihr Unglück beklagte. Und er konnte ihre Not gut verstehen. Bist du es wirklich, meine Liebste? Deine Gefangenschaft schmerzt mich. Wer bist du, schöner Vogel? Du weißt es doch. Das verstehe ich nicht. Ein liebeskranker Prinz, der nur dich liebt. Florine war weiter traurig. Und sie erinnerte sich an den Ring, den Veruschka schadenfroh zeigte. Aber der Ring... Lügen. Sie haben mich ausgetrickst. Bin sofort weggelaufen, als ich es merkte. 7 Jahre lang ein blauer Vogel sein, ist besser, als dich zu verraten. Mein Herz war so schwer. Ich kann wieder atmen, mein Prinz. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich wünschte, ich könnte dich in die Arme nehmen. Aber, mein Liebster, aber du bist so verletzlich als Vogel. Raubtiere lauern überall. Eulen. Falken, Katzen. Sorge dich nicht, mein Schatz. Wir werden uns jeden Abend treffen. Erinnere dich an unser Kennenlernen. Der blaue Vogel, von der Liebe verzehrt, wollte seine Hingabe und Zuneigung zeigen. Ein Andenken an meine Liebe. Du bist alles, was ich brauche, aber ich danke dir. Ich wünschte, wir könnten uns tagsüber sehen. Ich finde einen Weg. Der blaue Vogel kehrte in sein Reich zurück. Seine Liebe strotzte nur so vor reizenden Gesten. Meine Liebe zu dir braucht keine solche Zeichen. Aber deine Fürsorge wärmt mein Herz. Nein, Liebste. Denn dieser Schmuck ist nur ein Andenken an meine Liebe. Wenn wir tagsüber getrennt sind... Sie setzten ihre nächtlichen Rendezvous fort. In all der Zeit parkte der fliegende Froschwagen über eine Woche lang draußen. Aber einmal, als der blaue Vogel in die Schatztruhe schlich, wurde er erwischt. Wo willst du denn hin, du kleiner Dieb? Ich bin's, dein Prinz. Ein sprechender Vogel. Warte, du kannst mich als Jungen. Charming? Bist das wirklich du? Das klingt jedenfalls nach dir. Ja, ich bin es wirklich. Die Fee Morgana hat das getan. Kannst du es rückgängig machen? Warte, Morgana hat dir das angetan. Die gute Nachricht war, dass der Zauberer und Morgana sich schon seit 6000 Jahren kannten. Und obwohl sie in der Vergangenheit oft stritten, hatten sie immer eine Lösung. Zurück im Hohen Turm war Prinzessin Florine derweil unruhig. Es ist schon nach Mitternacht. Wo ist er? Da der Zauberer den Fluch der Fee Morgana nicht brechen konnte, flog er zu ihr, um mit ihr zu sprechen. Morgana! Sie hat mit jemandem geredet. Nachts haben die Mägde... Was führt dich hierher, alter Kamerad? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? In der Tat. Es geht um den Prinzen, den du in einen kleinen blauen Vogel verwandelt hast. Ach, der. Er hat mich verärgert. Er hat meine Patentochter abgewiesen. Ist sie nicht reizend? Er hat nichts getan. Er wurde ausgetrickst. Wie hast du es geschafft, auszubrechen? Es stimmt, Morgana. Ich kenne Charming schon sehr lange. Er ist integer. Er hat mir alles erzählt. Morgana verstand sofort, dass sie zum Spielball von Seraphines Neid geworden war, um ihre Tochter zur Prinzessin zu machen. Es geht nicht.
Das ist der Zauber der Permanenz. Soweit ich mich erinnere, kann der Zauber der Permanenz gebrochen werden, wenn er in zwei Hälften geteilt wird. Nun, das stimmt. Danke, Kollegin. Unsere Wege werden sich bestimmt wieder kreuzen. Man weiß nie, wann die Magie vielleicht das nächste Mal ein wenig Hilfe braucht. Meine Liebe! Mein lieber Prinz, endlich! Ich habe lange drauf gewartet. Wohin, mein Schatz? Zum Glück, lieber Prinz.